Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Resident Evil 8. So, wir öffnen mal den Shop. Waren 350, 9000. Speziell die Munitionskapazität. Wenn es euch gefällt, wir können mal 9000. Feuerkraft, Feuerrate. Machen wir das mal. Sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Okay, haben wir irgendwas zu verkaufen? Dietrich haben wir 2 Pistolen. Boah, wir brauchen nur 100, kriegt man dafür. What the fuck? So, wenn es euch gefällt, lasst gern eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Und wir müssen in den Konzertsaal, glaube ich. Wir brauchen noch die letzte Maske, die 4. Natürlich. Ach, Lady Double D, gehen wir nicht auf den Sack. Ich weiß gar nicht, welche das war. War das... Ich glaube, hier rechts war das, ne? War hier der Konzertsaal? Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Ob hier der Konzertsaal war. Ne. Hier kommen wir in ihr... Das ist in ihre Gemächer, ne? Scheiße, wenn die jetzt hier gleich auftaucht, habe ich ein Problem. So. Dann haben wir endlich die 4. Maske. Dann war es wahrscheinlich die Maske, die Ding da drüben. Die Tür hier. Oh, 650 Likes. Nice. So, hier muss es irgendwo noch eine Maske geben. Das hier haben wir ja... Natürlich ist sie auch hier, ne? So. Innenhof. Digga, die chillt einfach hier rum, weil mein letzter ist sie hier reingekommen. Hier haben wir die Schwester besiegt. Aber wo ist die denn? Hier? Nö. Die Maske Hammer. Ach, da ist eine. Okay. Jetzt sollte ich hier rauskommen. Shit, wo ist die? Ah! Lady Doppel-D! Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Natürlich! Was denkst du denn? Maske der Freude, zack! So, schnell zu uns, schnell hier in den Safe rum. Puh. Moin, Juke, ich bin wieder da. So, erstmal speichern, ey, die Alte. So, warte mal, bis die Tür entriegelt ist. Die Alte ist halt schon nervig, ne? Rostige Reste, Kraut, können wir uns irgendwas herstellen? Pistolenmuni. Okay. Aber wir haben sehr wenig Muni, ne? Wir haben gar nichts mehr an Muni. Gibt's hier noch was? Nö. Was ist das? Oh, der Dolch. Oh, warte mal, ist das nicht der Dolch, wo wir gelesen haben? Oh. Du hast alles ruiniert. Au. Oh. Warum ist die Frau so aggressiv? Was ist denn los mit dir? Ja moin. Oh, du hässliches Vieh. Schieß aber mal ein Drache.
Oh oh. Oh oh. Autsch. Beruhig dich. Wir können darüber alles reden. Es tut mir leid, ich besorge dir 3 neue Töchter. Warte mal, haben wir noch? Oh, Scheiße. Ich hab nichts mehr zum Heilen, ne? Oh ja, hier findet man Scharfschützenmuni. Boah, zum Glück finden wir hier ein bisschen was. Scheiße. Aber warum macht ihr die Kälte nichts aus? Wie gesagt, wir können über alles reden. Warum immer so aggressiv? Warum sind die Leute hier in dem Scheißdorf alle so aggressiv? Mit dich gibt's keine Vergebung. Oh, du hässliches Mistvieh. Fliegt sie wieder weg? Meine Tochter ist cool. Deine Töchter waren bekloppt. Hallo, die wollten mich auffressen und aussaugen. Ich versuch's aber. Oh shit. Wir müssen dem Vieh halt echt gut ausweichen, ne? Oh shit, man. Oh. Erstmal heilen. Damn, Alter. Die hält gut was aus. Oh, oh. Beruhig dich. Kann ich dich irgendwie beruhigen? Hast du Hunger? Soll ich den Cheeseburger holen? Die haben doch bestimmt hier irgendwie einen McDonald's oder so. Oder eine Pizza. Alter. Alter. What the fuck? Die macht hier alles blatt, Alter. Das gibt's aber hier nicht. Hallo. Gibt's hier vielleicht irgendwo noch Loot für mich? Oh ja, hier. Oh, 8x Flinten. Warte mal, hier waren doch 8 Flinten, Muni. Ach, Mädel, beruhig dich doch mal. Stirb du. Damn, Alter. Oh, fuck. Ich hab keine Flintenmuni mehr, das ist mein Problem. Hier oben habe ich halt echt ein Problem, ne? Ich kann gefühlt nirgends so ausweichen. Fuck. Und ich habe nichts mehr zum Heilen. Keine Sniper-Muni mehr. Stirbt sie? Haben wir sie besiegt? Nein, natürlich nicht. Ja, jetzt. Oh, Alter. Oh, Alter. Verreck endlich, Mann! Alter!
Alter. Der erinnert mich irgendwie an Resi 7, an den Endfight gegen den Vater. Gegen den Baker. Joe Baker? Kristallene Lady. Viel Spaß in der Hölle. Alter. Boah, nee, die Doppel-D, ey. Was ist das? Ich komme hier wohl endlich raus. Dreckiges Gefäß. Ja. Komm ja, aber ich hätte mich trotzdem noch gerne jetzt in der Burg umgesehen. Weil jetzt verfolgt uns ja niemand mehr. Und wir hätten uns da easy peasy umsehen können. Rostige Reste. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bring sie in das Haus mit dem roten Schein. Geh durch die Höfe, dann durch den Ruiner runter ins Dorf. Weiter mal gut. So, hier am Klo irgendwas? Ah ja, da guck mal. Schießwohl, kann ich mir jetzt irgendwas? Boah, ich brauche unbedingt den Cube, ne? Scheiße. Heilung sieht momentan auch gerade echt scheiße aus. Hier gibt's nichts. Okay. Hier sind wir rausgekommen. Wir könnten hier oder hier weiter. Nö. Hier haben wir auch, da kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir da lang. So. Was ist denn das jetzt? Keine Pumpgun-Money mehr. Ich habe halt echt nur noch Pistolenmoni, ne? Ich glaube, die Viecher kann man töten. Kann man das essen? Nur untersuchen. Aber das gibt halt ein bisschen Geld beim Duke, ne? Überleg die ganze Bar für Heisenspecs. Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Die Siegel der vier Kinder werden ja. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie. Das heißt, wir müssen die drei anderen Lords noch besiegen. Naja. Geflügelter Schlüssel. Hier ist irgendein Opferaltar. Hier auch. Oh no. Ich glaube, jetzt kommen wir zu der verrückten Puppenmacherin, ne? Eieieiei. Ich brauche unbedingt Heilung. Aber dieses. Kann ich das jetzt machen? Und dass er wieder die Hand. Und dass ich wieder meine Hand verliere. Boah, Digga, diese Lecks in diesem Spiel, die nerven mich richtig ab. Was ist das? Zeremonieblatt. Ja. Du Scheiße.
Hallo, Spiel. Ich muss echt mal gucken, dass ich das Spiel über den Prozessor aufnehme, nicht über die Grafikkarte. Irgendwie mag das Spiel meine Grafikkarte nicht. I don't know. Okay. Na super. Die Werwölfe, aber ich würde hier gerne speichern. Kann ich hier irgendwie speichern? Kommen wir wieder zurück? Natürlich nicht. Na klasse. Drei Scharfschützenmuni und wir haben. Und wir haben einfach nichts mehr. Ja, super. Sorry für die Lex, wie gesagt, das ist das einzigste Game, bei dem das passiert. Ich keine Ahnung, woran das liegen kann. Flüssige, ja. So, noch ein bisschen. Wir heilen uns erstmal. Boah, zum Glück, ey. Komm her, du Fackelmann. Ciao. Toll ist mittlerweile echt stark ein Kraut. Aber ich finde die. Sorry. Speicherpunkte sind echt ein bisschen krass weit weg, ne? Eine Kugel habe ich noch. Oh, Digga. Diese Lecks, als, ne? Die nerven mich richtig ab. Er gönnt sich hier einen Snack. Ein Mittagessen. Verreckt, Alter. Metallreste. Uns füllt Chemikalie. Ey, ich brauche unbedingt den Tube, ne? Ne, ist RIP. Boah, das sind die Dorfbewohner, Alter. Dann gehen wir mal runter. Und wieder im Dorf. Oder? Das ist ein Altar. Ah, da ist er doch. Du hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ah, ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sieh genau hin. Na moin, er lässt einfach mal sein, ihr Kopf fallen. What the fuck? Er lässt einfach mal seine Tochter fallen. Ich will es nicht hören. Das. Nein, unmöglich. Das kann nicht sein. Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer. Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind Sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König, nicht wahr? Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold.
Das Haus mit dem roten Schornstein finden, okay. Du möchtest etwas kaufen? Natürlich. So, was hast du denn Neues? Oh. 5000. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Erstmal Muni aufstocken. So, warte mal, jetzt verkaufen wir erstmal hier. Oh, Lady Dimitrescu gibt 25.800. Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kurven. Also, Duke, ich bitte dich. Der Typ, Rohrbombe. Könnten wir herstellen? Können wir unsere Waffen. Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Das ist gut. Feuerkraft. Da wäre für die Pumpgun nicht schlecht, ne? Machen wir einfach mal. Magazingröße. Dann haben wir noch 4000. Ah, okay, den Rest sparen wir uns. Auf Wiedersehen. Gut, Muni sieht auch wieder gut aus. Okay, dann müssen wir da lang. So. Aber das Ganze natürlich in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.